Der Husky-Ball ist eigentlich wirklich, ich sage immer, mein Baby. Es macht einfach unglaublich viel Spaß zu schauen, wie während anderthalb Jahren, ein Jahr, das studentische Team sich ehrenamtlich engagiert und was eigentlich am Schluss einfach dabei rauskommt. Die Leute kommen in die Uni rein, sie sieht total verändert aus, alle freuen sich, es ist ein ganz toller Anlass. Und diese strahlenden Gesichter zu sehen unserer Ballgäste ist eigentlich die größte Motivation. Also Bälle finde ich allgemein super schön, wegen der Dekoration eben. Darum bin ich froh, bedeutet das Resort Dekoration. Und ich bin über Daniela an den HSK-Ball gekommen. Sie ist im Alumni-Komitee, habe bei ihr ein Praktikum gemacht und ich bin jetzt froh, im Team zu sein. Ich wurde persönlich vor 2 Jahren angesprochen von ehemaligen Mitgliedern und es ist ein tolles Projekt, wo jeder Student, glaube ich, die Universität aus einem ganz anderen Augenblick sehen wird. Die Universität stellen wir wirklich über einige Tage, stellen wir auf den Kopf. Und es ist ein tolles Projekt, wo sich, glaube ich, jeder Student engagieren sollte und wo man auch unheimlich viele Alumni kennenlernt. Ich liebe Bälle. Meine Eltern haben Bälle immer geliebt. Sie waren immer in Wien dabei beim Offiziersball. Und eine Freundin von mir ist auch schon dabei und meinte dann, hey Tamara, das wäre doch was für dich. Ich durfte bereits den Maturball bei uns an der Gymnasium organisieren und als kulturelles Highlight im universitären Kalender ist natürlich der HSG-Ball ein Muss für mich. Ich habe schon einiges gemacht bei Food and Beverage an der Uni und es macht mir Spaß. Und da dachte ich, helfe ich dieses Jahr beim HSG-Ball mit. Weil Tanz meine Leidenschaft ist und es dennoch irgendwie eine Verbindung zwischen dem Studium und meinem Hobby. Ich war beim Ball 2015 schon dabei und konnte auch schon am Zürcher Opernball dabei sein. Und da muss ich wirklich sagen, ich will auch mal bei so etwas auch dabei sein und auch mithelfen können. Ich konnte in jüngeren Jahren, während meiner Studienzeit, viel von älteren Personen lernen. Und ich sehe, wie dankbar die Studierenden sind, dieses Projekt zusammen mit uns zu machen.